Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, die ab 2027 im Endlager Konrad eingelagert werden sollen, unterscheiden sich in vielen Merkmalen voneinander. Zum Beispiel im Hinblick auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften. Im Endlager Konrad dürfen nur Abfälle mit bestimmten Eigenschaften nebeneinander eingelagert werden. Deshalb müssen sie vorher in passgenaue Chargen zusammengestellt werden. Doch in den dezentralen Zwischenlagern ist dafür häufig kein Platz. Oder die passenden Abfälle sind über mehrere Zwischenlager verteilt. Betrachten wir die Anlieferungs- und Einlagerungsprozesse anhand eines bekannten Computerspiels. Im Zwischenlager befinden sich schwach- und mittelradioaktive Abfälle mit verschiedenen Merkmalen, die hier als farbige Formelemente dargestellt sind. Aufgrund der Platzverhältnisse in den Zwischenlagern kann nicht so einfach gezielt auf einzelne, vom Endlager benötigte Behälter zugegriffen werden. Stattdessen können die Zwischenlager die Behälter liefern, an die sie gut herankommen. Das Problem? In den Einlagerungskammern des Endlagers Konrad müssen die Behälter passgenau angeliefert und eingelagert werden. Das gelbe Element passt nicht. Gebraucht wird ein blaues Element. Auch wenn dieses direkt angefordert wird, es steht im Zwischenlager zu weit hinten. Hier unterstützt das Logistikzentrum das Endlager Konrad. Die unterschiedlichen Elemente können hier so angeliefert werden, wie sie im Zwischenlager zugänglich sind. Und es gibt genügend Platz, um sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Fordert das Endlager also bestimmte Behälterchargen an, wie hier das blaue Element, können sie problemlos geliefert werden. Es passt perfekt. Auch wenn Atommüll leider nicht wie die Reihen im Computerspiel einfach verschwindet, ermöglicht das Logistikzentrum doch einen effizienteren Prozess. Denn genau wie im Spiel heißt es, je schneller, desto besser. Eine verkürzte Einlagerungszeit steigert die Sicherheit für uns alle.